Herzlich willkommen zu meinem zweiten Video zum Thema Themen auf Social Media. Wie ich im letzten Video schon erklärt habe, geht es eigentlich darum, wie schaffst du es, interessant zu sein und die Verkaufsaktion irgendwo in Ecken zu schmeißen und mit anderen Themen auf den Social Media Plattformen zu punkten. Ich habe mir einige Notizen gemacht und ich möchte gerne mal anfangen, was könnte man eigentlich aus der Werkstatt rausmachen? Schauen wir uns das Ganze mal an. Vielleicht gerade aktuell, jetzt kommt dann wieder der Wechsel auf die Sommerreifen. Das Thema Reifen. Was könntest du deinen Kunden über das Thema Reifen eigentlich erzählen? Hier einige Tipps. Ja, wer weiß schon, wo der Geschwindigkeitsindex zu finden ist? Wo finde ich eigentlich auf einem Reifen das Produktionsdatum? Oder was ist eigentlich ein TWI? Wie viel Profil müsste ich noch haben? Oder wie viel sollte ich noch haben? Was heißt eigentlich die Dimension? Wie verhält sich das Ganze? Oder dann natürlich weiter. Wie lagere ich Reifen richtig im Winter? So oder so? Das sind Tipps, die ich eigentlich von meinem Garagisten erfahren möchte. Und das sind wunderbare Sachen, die kannst du auf den Social Media Kanälen spielen. Gehen wir eins weiter. Thema Klimacheck. Auch das wird ein großes Thema in nächster Zeit. Ein Klimacheck ist ja ziemlich einfach. Du nimmst das wunderbare PDF, das du aus der Werbung kriegst, 149 Euro, schmeißt ein PDF dann auf die Social Media Kanäle und getan ist die Arbeit. Nee, nee, so einfach ist das eigentlich nicht. Du kannst es viel besser machen. Schauen wir uns mal einen Klimacheck an. Wenn du dir mal überlegst, welche einzelnen Punkte ein Klimacheck beinhaltet, da können wir mal sagen, wir können ersten Post oder ersten Beitrag machen, indem dass wir eigentlich eine Prüfung machen. Also stell dir vor, der Mechaniker oder der Kundendienstberater, der ist im Auto, hat ein Thermometer und steckt das in die Luftdüsen rein und kontrolliert so eigentlich, was für eine Temperatur es herrscht. Punkt Nummer zwei. Er ist irgendwo unterm Auto und hat die Lampe und sucht den Verlust. Punkt Nummer drei. Er montiert die ganze Klimamaschine ans Auto und pumpt das Ganze ab. Und so sieht man eigentlich auch, dass du ein Spezialwerkzeug für das Ganze benötigst. Dass das nicht einfach so ist, auffüllen und fertig, sondern du benötigst dazu Spezialwerkzeuge. Dann auch ein wichtiger Punkt und immer wieder sehr spannend, Pollenfilter. Wenn du die Pollenfilter wechselst bei einem Klimacheck, dann mach es doch ganz einfach. Nimm mal einen alten Pollenfilter und einen neuen und leg die nebeneinander. Was denkst du? Der alte? Ja, normalerweise ist der pechschwarz und der neue wunderbar weiß. Also, da hast du schon eine visuelle Optik und da hast du wirklich ein riesengutes Resultat. Der letzte Punkt, den du dann machen kannst zum Beispiel, ist der Punkt, dass wieder dieser Mechaniker oder Kundeninspirator ins Auto einsteigt, dann hat er eine dicke Jacke, einen Schal, eine Mütze und so weiter und kontrolliert wieder die Temperatur beim Auslass. So kannst du fünf verschiedene Beiträge machen, die zum Beispiel über 2, 3 Wochen streuen und bleibst immer mit diesem Thema top aktuell. Weiteres Thema, Batterie. Zurzeit bei uns ist ziemlich frisch draußen. Also, wie prüfe ich eigentlich eine Batterie richtig? Wo finde ich das Produktionsdatum auf einer Batterie? Und wann ist eine Batterie eigentlich abgelaufen oder wann funktioniert eine Batterie praktisch nicht mehr? Auch das kann man in verschiedenen einzelnen Beiträgen natürlich machen. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen den Kundendienstberater und er erklärt jetzt, was wichtig ist bei einer Batterie. Das drei Themen im After Sales. Gehen wir mal schnell in den Verkauf hinein. Auch hier drei Punkte. Der erste Punkt ist eigentlich das ganze Thema Kommunikation im Auto. Also nehmen Sie den Verkäufer, hock hin, nimm eine Kamera und zeig mir, wie zum Beispiel CarPlay funktioniert. Was ist der Vorteil von CarPlay? Ein weiteres Beispiel. Zeig mir mal, hast du vielleicht ein Fahrzeug mit Head-Up-Display? Was kann man im Head-Up-Display alles einstellen? Hä? Was wird mir alles angezeigt? Was kann ich wechseln? Was ist eigentlich die Höhe und so weiter? All diese einzelnen Vorteile eines Head-Up-Display. Wunderbar, das funktioniert hervorragend. Ein Riesenthema ist das ganze Thema Finanzierung. Hä? Wenn wir uns hier mal vorstellen, hier kannst du wirklich in die Tiefe gehen, sagen, was heißt eigentlich, was ist der Unterschied zwischen einer Finanzierung und einem Leasing? Was ist ein Rücknahmewert? Was heißt, wenn ich zu viele Kilometer fahre in einem Leasing? Was ist ein Nominal- oder ein effektiver Zinssatz bei einem Leasing?
Wie verhält sich eigentlich die Anzahlung zur Rate? Also nur schon hier kannst du ganz verschiedene Informationen reinpacken und die bringen dich dann wieder nach vorne, weil du interessanter bist als deine Konkurrenz. Der letzte Punkt, Eintausch. Auch das ist immer wieder ein Riesenthema bei uns in den Verkaufsschulungen, der Eintausch. Der Kunde kommt, er hat eine Zahl im Kopf, weil diese Zahl hat er auch zum Beispiel bei uns Autoscout oder mobile.de gesehen und er hat das Gefühl, für diesen Betrag kann er sein Auto verkaufen. Und jetzt machst du einen Eintauschtest, bewertest das Fahrzeug und dann hast du ein Gap, so ein Riesengap dazwischen. Und was heißt jetzt eigentlich das alles? Was bedeutet das? Der Kunde hat dann das Gefühl, ja, der Autohändler, der zieht mich über den Tisch. Nein, zeig mal auf, was das alles bedeutet. Du musst Garantie geben auf das Fahrzeug, du musst es aufbereiten, du hast eine Inspektionskosten, das heißt, du wirst das Auto fotografieren, stellst es ins Internet, du hast ein Risiko zu tragen, dann musst du natürlich auch Gewinn machen, natürlich. Und das sind einzelne Themen, die kannst du rauspicken und einzeln dokumentieren. So sehen auch die Kunden wieder, wie du arbeitest. Also, mach dich interessant und vergiss Verkaufsaktionen. Mach dich wirklich interessant, so bleibst du on top, top of mind bei deinen Kunden, vor allem bei deinen Kunden. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und bis bald wieder, dein Bert Jenny von Garage Marketing. Tschüss zusammen, danke.